Heute bei Was ist los zu Gast, Folge 1 aus Gernsbach. Wir haben einiges zu besprechen, weil der Mann ist sehr vielseitig. Er ist außerdem Schulrektor an der Hartschule in Durmersheim und er ist Musiker. Es spricht also dafür, dass es interessant wird. Herzlich willkommen bei Was ist los, Volker. Vielen Dank. Ja, ich habe schon gesagt, sehr vielseitig unterwegs seit vielen Jahren. Da bin ich jetzt nicht ganz falsch, oder? Fast. Auf jeden Fall. Also Musiker natürlich, mittlerweile aber allerdings tatsächlich Schulentwickler vor allem auch. Also ich habe viel im ich habe mich ziemlich stark in der Schule vergraben. Genau. Also du bist auch, wie ich dich angekündigt habe, Lehrer bzw. Rektor an der Hartschule in Durmersheim und ist eine Gesamtschule. Was macht denn die Hartschule aus, wenn wir jetzt gerade mal einfach bei dem schulischen Bereich beginnen, ja. Sag jetzt mal. Das Ding heißt Gemeinschaftsschule, aber passt auf jeden Fall. Achso, Gemeinschaftsschule. Der Unterschied zur Gesamtschule ist... Achso, okay, gibt es da einen Unterschied sogar? Da gibt es einen Unterschied, ja genau. Dann bei der Gesamtschule hast du eine Schule, in der es alle Schularten gibt. Das sind die Schularten in einer Schule vertreten. Bei uns sind Kinder unterschiedlicher Begabung in einer Lerngruppe. Also bei uns wäre praktisch in einem Klassenzimmer gibt es eine Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ah, okay. Das wäre jetzt so übersetzt die Gemeinschaftsschule Baden-Württemberg. Und wir haben 2020 einen Schulpreis gekriegt, deutschen Schulpreis gekriegt. Da geht es eigentlich darum, dass wir ein Lernkonzept haben, bei dem Kinder in eigener Geschwindigkeit auf eigenem Niveau lernen können. Und das führt dann dazu, dass praktisch niemand mehr sitzen bleibt und trotzdem alle die Prüfung bestehen und zwar nachher tatsächlich auch mit sehr guter Note, mit sehr guten Leistungen. Und es funktioniert? Das funktioniert. Okay. Es ist ja schön, dass es funktioniert. Es wäre an sich ein Modell, das wäre die Antwort auf unser Schulsystem, weil man eigentlich sagen könnte, okay, mach doch, wenn du jetzt ein Kind hast, dann kommt jemand auf die Idee und sagt, oh, dein Kind ist jetzt ein sehr begabtes Kind, das muss jetzt auf ein Gymnasium. Ein anderer kommt und sagt, dein Kind ist jetzt ein weniger begabtes Kind, das muss auf die Realschule. Und dein Kind, das wäre jetzt die naive Vorstellung. So. Ja. Wenn es also drei Arten von Kindern gibt, dann machen wir drei Arten von Schule. Jetzt, was denkst du, wie viele Arten von Kindern gibt es? Viele Arten von genau. Kindern. Genau. Also jetzt machen wir halt ja nicht 15 oder 19 oder 37 Arten von Schule. Also vielleicht ist das ja der falsche Ansatz. Vielleicht brauchen wir ja nur eine, die aber damit umgehen kann, dass Kinder halt sehr unterschiedlich sind. Und sagen wir mal, das macht die Hartschule aus. In der Hartschule kommen Kinder, die sind entweder, also von der geistigen Behinderung, im Prinzip bist du hochbegabt, ist bei uns alles da. Und wir nennen dieses System Lernlandschaft, was wir aufgebaut haben. Und da können wir denen, egal mit welcher Begabung die jetzt kommen, im Prinzip können wir eigentlich jedem Kind ein gutes Angebot machen. Und da steckt viel Arbeit drin, um das so aufzubauen. Das heißt, an der Hartschule ist es egal, wie die Kinder sind. Die Schule passt immer zu den Kindern, weil die Schule sich auf die Unterschiedlichkeit von Kindern halt eingestellt hat. Ist ja wirklich auch was ganz Besonderes, gerade wenn da jeder integriert wird oder integriert werden kann, sage ich jetzt mal. Wie groß sind denn so Schulklassen? Ich meine, die können ja auch nicht mit den Lerninseln und mit den verschiedenen Geschwindigkeiten, die können ja auch nicht unbegrenzt groß sein, weil ich meine, man muss sich ja da trotzdem Zeit nehmen für die einzelnen Schüler oder für die einzelnen Gruppen, die jetzt zum Beispiel ein bisschen langsamer sind oder ein bisschen nicht alles so schnell wie begreifen jetzt vielleicht andere. Wie groß sind da die Schulgruppen oder Klassen? Also die Klasse haben 28 Kinder im Maximum. Die meiste Klasse sind nicht so voll bei uns, also bei 26 sind wir etwa, weil wir 28 Kinder fast gar nicht reinkriegen in ein Klassenzimmer. Mhm. Also wir sind eine zweizügige Schule, also dreizügige Schule, das bedeutet 5 ABC, 6 ABC, 7 ABC, also dreizügige Schule im Raumprogramm einer zweizügigen. Das heißt, baulich sind wir eigentlich zu klein. Wir führen mehr Klasse, als wir eigentlich können. Deswegen muss bei uns jedes Klassenzimmer eigentlich ein Lernatelier sein. Lernatelier ist eine bestimmte Einrichtung von einem Klassenzimmer, eine bestimmte Art der Möblierung. Und da kriegen wir, sagen wir mal, 26, maximal 27 Kinder, kriegen wir in einen Raum rein. Dann ist der physikalisch einfach voll. Okay. Das Interessante bei dem... in der Schule ist eigentlich, wenn es darum geht, wie man Kinder einzeln unterstützen kann, hat auch ein bisschen was mit der schieren Zahl der Kinder zu tun. Aber da geht es vor allem darum, dass immer, wenn du was gleichzeitig machst, dann produzierst du eigentlich einen Engpass. Wenn du sagst, so, Buchseite 28, dann nehmen wir alle das Buch jetzt raus, machen Seite 28 und in dem Moment, wo die alle das machen, müsstest du die alle gleichzeitig konstruktiv unterstützen und irgendwie kognitiv aktivieren und dann sind die fertig und jetzt müsstest du die alle individuell feedbacken. Das heißt, in dem Moment, wo du das synchronisierst, dass es gleichzeitig passiert, machst du dich selber eigentlich zum Flaschenhals. Wenn es einfach in eigener Geschwindigkeit passiert, wenn die in eigener Geschwindigkeit lernen können, auf der Basis von solchen Lernjobs machen wir das, dann schlagen nicht alle gleichzeitig, weil alle gleichzeitig gerade mit irgendwas fertig sind, sondern die kommen einfach wirklich nacheinander. Und wenn das alles nacheinander kommt, dann kommt mal jemand mit einer Frage, dem erklärst du was, dann kommt jemand mit einer fertigen Arbeit, dem gibst du ein Feedback über das, was er geleistet hat, dann kommt mal jemand
Der braucht einen Input, der braucht eine Erklärung für irgendwas. Und das ist die Arbeit des Lernbegleiters eigentlich. Okay. Und du bist dann sozusagen der Head of der Schule, der Rektor. Was sind denn da so deine Aufgaben oder die Hauptaufgaben des Rektors? Oder gerade an so einer besonderen Schule, was man ja schon sagen kann. Ja, wir machen keine Mikrosteuerung. Normale Schule sind so Top-Down-Putze. Also da gibt es einen Schulleiter und eine Konrektorin oder so. Ja. Und dann gibt es die Lehrer. Und jetzt wird von oben im Prinzip runtergesteuert in Mikrosteuerung, was jetzt zu passieren hat in dem Lade. Das geht bei uns gar nicht. Das ist viel zu komplex. Wir haben eigentlich so man nennt es eine hologratische Organisation. Da gibt es so ganz viele verschiedene Teams, Stufe-Teams zum Beispiel, wo die Lehrer, die in derselben Stufe unterrichte, zusammen vorbereite, wie sie arbeite. Dann gibt es Fachteams, da bauen die beste Mathematiker, bauen den Mathematikunterricht in die Lernplattform rein, sodass ihn dann alle benutzen können und so. Und dann gibt es Steuergruppe, die so Entwicklungen steuert, was passiert. Dann gibt es eine Service-Line, da gibt es zum Beispiel Qualitätsteam, EDV-Team und so weiter. Und ich bin jetzt eher der diesen ganzen Prozess orchestriert, dass die Teams im Prinzip gut miteinander arbeiten können. Die Steuerung. Ja, also ich gehe jetzt nicht dahin und sage, jemand wie ein Lernjob in Mathe auszusehen hat. Das ist nicht mein Job, das mache ich nicht. Sondern da gibt es ein Mathe-Fachteam und das machen die eigenverantwortlich. Mhm. Und wenn die Jobs nichts taugen, dann gibt es Ärger aus der Lernlandschaft selber, aus der Klasse selber. Also das kriege ich automatisch mit. Die Lernbegleiter kommen dann in Stress, wenn die Kinder die Jobs nicht verstehen. Und dann kriege ich die sofort Feedback, was läuft gut, was läuft nicht so gut. Und mein Job ist eigentlich jetzt nicht, da rumzulaufen, den Leuten zu sagen, was ich zu machen habe, sondern es gibt Teams und die Teams haben Aufträge und ich gucke im Prinzip drauf, dass die erfüllt werden. Erfülle die Aufträge und wie gehen die miteinander um. Also wir nennen, also das, was praktisch die Kommunikation, die alle verbindet, das nennen wir einen Stakeholder-Prozess. Mhm. Stakeholder sind berechtigt Interessierte. Also das sind alle, die Interesse haben daran, dass etwas funktioniert. Mhm. Und das ist so eine Kommunikationsarchitektur und ich achte einfach drauf, dass niemand irgendwie lospirscht und einen Mist verzapft oder irgendeinen Alleingang macht, den keiner kapiert oder den keiner versteht oder den keiner weiß, sondern ich achte darauf, dass einfach das Ding gut in Balance ist und dass eine gute Kommunikation zwischen alle da sind, dass die Vernetzung stimmt. Interessant auf jeden Fall. Wirklich spannend. Du hast eben schon kurz gesagt gehabt, und zwar, ihr habt vor kurzem, ich weiß nicht, wie viele Jahre es herrscht, aber noch nicht so arg lange, den deutschen Schulpreis bekommen. War das dann genau, wann war das nochmal? 2020. War das dann genau für dieses System mit diesen Lerninseln und mit diesen Begleitern oder für was war denn da genau der Preis? Also gibt es 7 Kategorien beim deutschen Schulpreis und du musst im Prinzip in alle 7 Kategorien eigentlich exzellente Leistungen aufweisen. Also gibt es zum einen natürlich Leistung, das heißt die Leistung, der Outcome vom System muss gut sein, die Schüler müssen gute Leistungen haben. Du brauchst ein hohes Maß an Wellbeing, also wenn man guckt, wie geht es den Leuten dabei. Du brauchst ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit jetzt in deiner Schule und das sind so die 3 Hauptblickrichtungen, da gibt es aber noch andere, also zum Beispiel, wie stark kann das System Schule aus sich selber heraus lernen, also inwie stark fern ist das eine lernende Organisation und so weiter. Und der besondere Augenmerk war bei uns dieses Lernen in eigener Geschwindigkeit und diese Organisationsentwicklung, die da drunter steckt. Das war so das Besondere an der Hartschule. Ich meine, ganz wichtiger Teil vom heutigen Schulsystem ist natürlich auch die Digitalisierung. Ne? Ist ganz wichtig. Was habt ihr dafür getan, gerade in den letzten, sagen wir mal, Jahren mit Corona oder auch vor Corona, dass da ihr, sag ich mal, in Anführungszeichen vorne mit dabei seid bei der Digitalisierung, weil ich meine, was die Digitalisierung angeht, hat man ja wirklich im Kultusministerium in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, sag ich jetzt mal, nicht unbedingt ganz, ganz so viel dafür getan. Ja, wahrscheinlich schon. Also jetzt muss man gucken, wenn du jetzt dir vorstellst, du wärst jetzt ein Mathelehrer und du hast eine ganz normale Klasse vor dir, dann stehst du jetzt vor dieser Klasse und du schreibst jetzt die Tafel voll und unterrichtest. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn du so unterrichtest, wofür brauchst du jetzt, also was willst du jetzt digitalisieren, was brauchst du jetzt da, was soll das sein? Ja. Also Digitalität ist nicht erforderlich, wenn du eine analoge Art von Unterricht machst. Ja. Genau. Und wenn du aber jetzt plötzlich sagst, oh, ich möchte jetzt Kinder in ihrer eigenen Geschwindigkeit lernen lassen, dann heißt es plötzlich, oh, jetzt brauche ich ein System, wo Jobs drin sind, Lernaufgabe bereit sind. Für die schneller sind. Zum Beispiel, oder auch für die langsamer sind, ist jetzt egal. Also, und jetzt brauche ich ein Lernmanagementsystem zum Beispiel, was die Jobs ausspielt. Das bedeutet aber schon, dass ich natürlich eine technische Infrastruktur vor Ort brauche. Ich brauche auf jeden Fall genügend Endgeräte im Klassenzimmer. Ich brauche Drucker, ich brauche vielleicht PCs. Dann habe ich auf jeden Fall
Brauche ich eine WLAN-Infrastruktur, dass ich sage, ich hab überall gute Connectivity. Und jetzt, das ist genau der Punkt. In dem Moment, wo du versuchst, Kinder individualisiert zum Lernen, also beim Lernen zu unterstützen, ist Digitalität der Schlüssel. Das geht ohne Digitalität ja gar nicht. Also haben wir natürlich sofort, ich bin 2011 gekommen und ich habe damals noch selber mit meinem Dienstleister zusammen am Sonntag, haben wir noch Strippe gezogen in der Schule, als irgendwie um ein paar WLAN-Antennen aufzuhängen. Okay, wir sind jetzt überall natürlich mega verkabelt irgendwie, auch mega verfunkt oder so, das läuft bei uns und die Endgeräteausstattung ist super, super hoch, auch viel mit so Präsentationssysteme, mit so Videosysteme, wo wir Videocalls machen können, wir machen im Prinzip alles hybrid auch, so in der Corona-Zeit ja dann sowieso, aber wichtig ist nochmal irgendwie, wenn du eine klassische Schule bist, dann ist so ein bisschen, wenn wir ein bisschen mehr googeln, wird es noch ein bisschen besser, so, das ist dann nicht Digitalität so ein bisschen ein Add-on. Bei uns ist Digitalität alles, also ohne Digitalität dreht sich bei uns gar nichts. Das geht nur so, weil wir halt Digitalität einsetzen für individuelle Förderung. Klar. Wie ist denn das, wenn man Rektor ist oder generell bei einer Schule arbeitet und dann sich auch gerade mit so Strukturen oder mit dem, was ihr da Besonderes macht, beschäftigt, dann hat man natürlich auch sehr viel wahrscheinlich mit dem Kultusministerium auch zu tun oder generell. Wie frei ist man denn als Schule, sag ich mal, in der Gestaltung von der Vermittlung vom Stoff? Ich meine, gerade das, was ihr ja macht und wofür ihr ja auch einen Teil den Schulpreis bekommen habt, mit diesen Lerninseln und mit diesen unterschiedlichen Gruppen und dieser Geschwindigkeit, wie kann denn eine Schule selber, wie weit hat die eine Entscheidung oder ein Kreativitätsmaß vom Kultusministerium, sich selbst sowas zu entwickeln oder auszubauen? Ja, ich bin nur ein bisschen schmerzfrei, was das betrifft. Also, ja, na klar. Wenn the job is done, the job is done. Also es fragt ja nachher keiner, wenn es geklappt hat, wieso es jetzt geklappt hat oder vielleicht auch, welche Grenze überschritten worden sind, damit es geklappt hat. Muss man ja wahrscheinlich aber auch. Also es sind erstaunlich wenige, die man überschreiten muss. Also ich glaube, das Bildungssystem selber, das erstickt nicht an Vorgaben. Also das ist natürlich sehr, ich will es nicht ketzerisch wirken, aber es ist natürlich ein Stück weit auch komfortabel zu sagen, ja, wir würden ja gern hochmodern sein, aber man lässt uns nicht. Hört man aber oft. Ja, ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Also ich kenne ganz viele hochmoderne Schulen, die man lässt. Ich habe jetzt auch noch keinen Schulrat, also unsere direkte Vorgesetzte heißt es Schulräte. Ich habe jetzt noch keinen Schulrat persönlich kennengelernt und ich kenne jetzt auch viele, die eine schöne Schulentwicklung, bei der es Kindern nachher besser geht, versucht hätte zu behindern. Das ist natürlich Quatsch, das gibt es ja nicht. Es gibt ein paar grundlegende Sachen, wo du sagst, eine Notenbildungsverordnung gilt, eine Schulbesuchsverordnung gilt, aber das sind jetzt nur wirklich ganz wenige Dinge, die tatsächlich Einfluss nehmen auf die Art, wie Schule geht. Notenbildungsverordnung ist super wichtig, wenn es Note gäbe muss, dann ändert es den ganzen Stoffwechsel der Schule irgendwie. Bei uns zum Beispiel gibt es jetzt keine Note, wir haben Niveaus, die wir zuweisen in den Kinder. Das heißt, wir reden jetzt nicht, wir reden über Kompetenzen. Das heißt, was kannst du schon, was kannst du noch nicht? Das ist eine ganz andere Nummer als du bist gut oder du bist schlecht, im Sinne von du bist 2 oder du bist 5. Mhm. Also das Notenbildungsverordnung hat einen Effekt oder so. Ansonsten schreibt mir ja niemand im Alltag vor, wie ich mit Menschen umgehen soll, wie ich Leistung incentiviere, dass jemand sagt, das System wird leistungsbereit, wie wir Kinder individuell fördern, welche digitalen Tools wir jetzt auch einsetzen oder so. Mir schreibt eigentlich an der Stelle kaum jetzt jemand was vor. DSGVO gibt ein paar Rahmenvorgaben, das mag schon sein, ganz aber klar. Die hat der Rest der Welt auch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man den Deckel wirklich runter macht vom Schulsystem, was man bei der Schaffung der Gemeinschaftsschule ja gemacht hat, dass man wirklich so viel Freiheitsgrade hat heute an Realschulen, Gymnasien und auch an den Gemeinschaftsschulen eben oder auch in den Grundschulen, dass man eigentlich sehr, sehr viel machen kann. Was man ein bisschen ausnehmen muss, ist nachher die gymnasiale Oberstufe. Da gibt es eine AGVO, also Gymnasialverordnung, Abitur-Gymnasialverordnung, die ist ziemlich ausgeregelt, ziemlich eng und streng. Das heißt, da oben nachher Kursstufe 1 zwar wenig Möglichkeiten, aber unten drunter hast du unfassbar viele Möglichkeiten. Frei von gestaltungsmäßig. Ist ja auch gut so, weil sonst könnte man wahrscheinlich sowas, was ihr habt, gar nicht umsetzen. Ja, genau. Also das, was wir machen jetzt als Lernsystem selber, das könnte man eigentlich schon überall auch umsetzen. Das ist nicht an unsere Schulform oder an unsere Schulart jetzt gebunden. Das könnte man jedem Gymnasium oder an jeder Realschule eigentlich auch einsetzen. Mhm. Das ist einfach eine Organisationsform oder eine Organisationsstruktur, die so viel Materialwelt schafft, dass du für verschiedene Kinder, verschiedene Begabung, verschiedene Angebote machen kannst. Mehr ist es nicht. Wie wichtig ist es denn, dass man in der Schule, weil oft lernen die Kinder das nicht wirklich, den richtigen
Umgang mit Handy oder sozialen Medien beibringt. Ja, das, also das kann man nicht, das kann man nur bedingt unterrichten, sondern das muss man muss eine Kultur etablieren, wie man mit dem Handy umgeht. Und wir machen verschiedene Präventionsveranstaltungen, das ist klar, das machen alle anderen auch, aber das ist nicht okay. Das Entscheidende. Das Entscheidende ist nachher, so jetzt passiert es doch. Wir haben jetzt Präventionsveranstaltungen gemacht und da kommt einer auf WhatsApp und tritt einen Shitstorm los gegen einen Klassenkamerad. So. Und jetzt kommt genau der Moment, jetzt muss die Schule einfach reagieren und sagen, ja. So, passt auf, liebe Klasse, Achtung, Freitagsklasserat, wir machen das jetzt auf. Das und das ist passiert. Was genau hat es ausgelöst? Was ist jetzt los? Was passiert jetzt? Und dann greife ich schon ziemlich durchaus. Ich spreche dann Mitführungsverbote aus tatsächlich, dass dann jemand sein Handy einfach nicht mehr mitbringen darf in die Schule. Darf man es denn während dem Unterricht benutzen? Ja, ja. Die Schüler brauchen das Handy, weil die relativ viel im Lernmanagementsystem können. Die können aufs Lernmanagementsystem zugreifen. Wir sind in Workspace, in Google Workspace for Education und benutze den Chat, auch der da drin ist. Das heißt, ganz viel über die Informationen, die in der Lerngruppe laufen über den Chat. Dann haben wir im Prinzip in unserer Cloud die Hörbeispiele zum Beispiel fürs Englisch Workbook, die Native Speaker, also die ganze Hörbeispiele auf Englisch, also die brauchen die Kinder, um die Jobs zu machen. Okay. Das heißt, dafür das Handy wird bei uns benutzt, entweder du hast ein iPad oder du hast ein Handy, du brauchst es auf jeden Fall. Ja. Aber Schindluder treiben darfst du natürlich nicht, du darfst keine Fotos machen und keine Videos machen in der Schule. Und ab und zu kommt es mal vor und dann musst du halt wirklich auch damit umgehen. Dann musst du handeln, klar. Genau, musst du handeln. Mhm. Und im Prinzip ist es so, dass wir, obwohl das Handy bei uns erlaubt ist, taucht von der Hartschule erstaunlich wenig im Internet auf, was in der Schule gefilmt wurde ist. Also da finde ich von anderen Schulen schon relativ viel. Mhm. Und bei uns ist der Kodex halt auch da, also die Schülermitverwaltung, Verantwortung, die SMV, drückt auch stark drauf, dass sie halt sagt, wir haben ab und zu Vollversammlungen, da wird es immer nochmal wieder erklärt, Achtung, die Handyordnung geht so, ihr dürft das und das nicht machen, weil die Schüler das als Privileg erleben, dass sie halt in der Schule Zugang zum WLAN haben und dass sie halt das Handy benutzen dürfen, das erfindet ihr als Privileg. Und mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mit deinem Handy bei mir in der Schule einen Scheiß baust und die Lehrer kommen dann auf die Idee und sagen, jetzt verbieten wir das Handy wieder, dann sage ich, Karma is a bitch, dann bist du fällig. Ja, ja. Da geht es dir nicht gut. Das stimmt. Wie könnte denn das Klassenzimmer der Zukunft aussehen? Also, synchronisierte Gruppenveranstaltung. Einer spricht, alle schlafen, das wird's nicht. Also, du brauchst so eine Art Großraumbüro. Was so eingerichtet sind, ist, dass es da drin mehrere Zonen einfach gibt. Du musst dir das so vorstellen, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann sind die in 5 bis 7 Zonen der nächsten Entwicklung. Beim Erstklässler zum Beispiel, jemand kommt vielleicht jetzt tatsächlich gerade aus der Ukraine oder aus Syrien, der kann einfach kein Wort Deutsch. Der nächste der ist zwar in Deutschland geboren, war aber nicht im Kindergarten, der nächste war im Kindergarten und ist ein ganz normales Kind, der nächste ist super fit, der nächste hat irgendeine Teilleistung. Das heißt, du hast ganz viele verschiedene Zonen der nächsten Entwicklung und wo die Kinder stehen. Und wenn du sie da abholen kannst, in der Zone, wo sie gerade sind, dann kannst du lernwirksam Angebot machen. Und dafür musst du in einem Raum mehrere Zonen der nächsten Entwicklung einfach gleichzeitig bereithalten, weil die Kinder, die Diversity, die Unterschiedlichkeit, mit der die kommen, so groß ist, dass du einfach verschiedene Zonen brauchst. Das ist der Klassiker mit dem Lehrer, mit dem eine Zimmer, mit den vier Wänden und eine geschlossene Tür, wo der Lehrer vorne steht, kannst du eigentlich vergessen. Du müsst die Wände rausreißen, dass du Räume hast, die doppelt und dreifach so groß sind. Dann hast du 3 Lehrer in einem viel größeren Raum und 6 bis 7 Zonen der nächsten Entwicklung. So wird eine vernünftige Schule eigentlich aussehen. Und es gibt es auch, das ist Münchner Modell, da gibt es so ein Schulbaumodell von ein paar Münchner Architekten irgendwie. Das Münchner Modell, das ist so Cluster, so Cluster-Architektur irgendwie. Das ist auch, also moderne Schulen sind auch so gebaut. Vielleicht kommen wir da überall so irgendwann in der Zukunft hin. Kommen wir auch schon, ich habe schon angeteasert, du bist auch Musiker, schon immer, spielst Schlagzeug. Erzähl mal da ein bisschen was dazu. Ich meine, das ist auch wirklich, spielst du auch in einer Band oder in Bands? Erzähl mal da ein bisschen was zu der Musik. Klar. Ja, ich habe angefangen irgendwie, mein Vater ist auch ein Musiker aus dem Murgtal irgendwie und hat früher auch in Bands gespielt und so. Und da hat die eine Blaskapelle halt auch gespielt, also klar, und ich bin dann mit und sage, und, wie fandest du es? War also 12 irgendwie. Also ja, weiß nicht, komisch irgendwie, der Trommler hat ja gar nichts geblickt irgendwie. Und da sagt mein Vater zu mir, mach's doch besser. Ja. Und ich sage, das ist schon mal gar kein Problem. So, okay, alles klar. Ja. Dann habe ich einen Lehrer gesucht, war der Peter Götzmann dann. Legende. Genau, bei Legende Peter Götzmann habe ich dann Schlagzeugunterricht gehabt und habe dann, gar nicht so lang, vielleicht so 1,5, 2 Jahre oder so. Und dann ging es schon los mit Bands irgendwie, so mit 15, 16 habe ich eine erste Band gespielt, Check It Out, also so eine Funkband gemacht. Ja. Und dann ging es immer weiter mit den ganzen Murgtal Heroes, auch viel lange Zeit mit dem Gerald Sänger gespielt und so. Ja. Genau, jetzt aktuell
Genau, und dann kam irgendwann so nach 25 Jahren kam der Sündenfall, dann habe ich mit der Schlagerwelt angebandelt. Genau, und dann habe ich aber als Kontrastprogramm praktisch, wenn du Schlager spielst, brauchst du noch, du bist selber Musiker, du weißt, wovon ich rede. Ja, klar. Da brauchst du noch Gegenpol irgendwie, das war Big Band. Also ich spiele noch in der Big Band Schlagzeug, Jazz Association Orchestra. Mhm. Und ich habe ganz lang mit den Jungs aus Vorbach, mit der Dixie Band gespielt, mit Landjatz. Ja. Du hast ja schon gesagt, Schlagerrichtung, die der Jürgens Band ist ja wirklich auch hier in der Umgebung auch ein Begriff. Ist das dann wirklich auch so als Art Ausgleich zum Alltag? Weil ich meine, klar, es ist schon Tanzmusik, aber wenn man da der Dieter Jürgen sagt, der Band ist ja schon ein bisschen, ich weiß jetzt nicht als Klamauk, aber ist ja schon ein bisschen was mehr wie Entertainment, sondern ein bisschen, Ja, es ist halt so Persiflage-Elemente, das stimmt schon. Genau, also der Dieter spielt den Star und das Publikum spielt vom Star begeistertes Publikum. Und das auf jeden Fall. Ist ein Agreement, das funktioniert irgendwie, aber das Coole für mich irgendwie ist dran, halt, also die Leute sind sehr gute Musiker. Das heißt, es läuft wie ein Uhrwerk, du musst eigentlich nichts denken. Du kannst einfach runterspielen und nur Spaß dabei haben. Ja. Und es ist ziemlich cool, dass das Publikum halt von Anfang an aus super stark mitgeht. Ja. Sodass das Entertainment stimmt einfach, es macht halt einfach, das ist einfach nur purer Spaß. Und damit ist klar, das hat da gibt es einfach keinen Stressfaktor dabei. Es gibt auch niemanden, der jetzt meint, er muss das goldene Kalb da draus machen und muss jetzt einen Haufen Kohle verdienen, sondern das ist halt ein Fun-Projekt. Und das macht allen Beteiligten einfach nur Spaß. Und so Leute jetzt wie was weiß ich, der Matze Barth oder so, der da jetzt Keyboard spielt, die sind halt einfach auch exzellente Musiker. Und der Dieter selber mit seiner Bühnenpräsenz, das muss man schon sagen, wenn da 3000 Leute stehen, das geht. Dann zieht das ja schon ab. Ne? Genau. Gibt es irgendwie einen verrückten Auftritt, den du im Kopf hast, sei es jetzt mit der Dieter Jürgens Band oder generell, wo du sagst, okay, das war jetzt was ganz Verrücktes, Besonderes. Ja, es gab viele irgendwie. Es gibt alles Mögliche, seine Besonderheit. Also wir haben schon Auftritte ganz ohne Publikum gespielt. Ja, jetzt wieder Dieter Jürgens Band jetzt nicht, aber das hat es schon gegeben. Wir haben große Sachen gespielt, irgendwie mit Dieter auch in Schwetzingen, Schlossplatzfest, irgendwie 3.500 Leute und so. Das waren schon coole Nummern, wenn dann 3.500 Leute auf der T-Shirt stehen. Das war spannend. Ich meine, dein Arbeitsmittelpunkt ist definitiv im Hart in Durmersheim, weil du da ja der Rektor bist der Schule, aber wohnen tue ich ja im schönen Murgtal in Gernsbach. Was findest du so toll am Murgtal? Ja, ich komme halt aus dem Murgtal, ich komme eigentlich aus Vorbach und bin gar nicht so weit gekommen, wie nur bis Gernsbach gekommen sind. Also der große Kosmopolit bin ich jetzt nicht, aber das Murgtal ist eine ziemlich coole Gegend, muss man eigentlich sagen. Wir waren als Kinder waren wir mit über die KLG irgendwie viel oben in der Schwarzenbacher unterwegs oder so. Und ich nutze auch viel Gelegenheit, habe einen großen Hund, bin viel im Wald unterwegs auch und so. Das Murgtal ist schon ziemlich cool. Und ne, sagen wir, Vorbach ist tatsächlich jetzt irgendwie wirklich auch klein, aber Gernsbach ist jetzt eine Stadt von der Größe, wo ich sage, da bin ich wirklich gern. Ja. Und ich meine, gerade in Gernsbach, da wohnst du ja nicht nur, sondern engagierst dich auch politisch, bist da als Kommunalpolitiker im Gemeinderat. Mhm. Erzähl mir da ein bisschen was und warum denn gerade für die SPD? Das mit der SPD ist ziemlich einfach, weil der Ortsvereinsvorsitzende Heinz Volker, den kenne ich irgendwie aus beruflichen Gründen, irgendwie schon halt 25 Jahre lang. Und der Heinz Volker war halt der am meisten an mir rumgenagt hat. Mhm. Und dann habe ich mich damals für die SPD auf die SPD-Liste setzen lassen. Klar, Kommunalpolitik hat mich natürlich immer interessiert. Ich habe ja lange Zeit auch in Gernsbach als Lehrer und als Konrektor auch gearbeitet, an der von Dreis-Schule. Und bin dann später erst irgendwie, ich glaube 3 Jahre, nachdem ich im Gemeinderat war schon für die SPD, bin ich erst in die SPD selber auch eingetreten. Okay. Also ich war gar nicht jetzt ein Ur-SPDler oder sowas. Dieser Tage, möchte ich nicht verhehlen, ist schwierig irgendwie auch SPDler zu sein, das ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Wir sind in Gernsbach schon ein ganz, ganz cooler Haufe eigentlich irgendwie da. Und da macht es richtig Spaß. Die ganze große Entwicklung auch, die da laufen, haben wir eigentlich alle von Anfang an auch, jetzt ob das jetzt Pleiderer oder Altstadt oder was weiß ich, wir haben alles mitbegleitet. Ja. Und wir haben auch für die Dinge gekämpft oder so. Und insofern hat sich das eigentlich gut ausgezahlt. Mit der Situation auch, mit dem Bürgermeister, der jetzt in Gernsbach da ist, da macht es schon auch Spaß. Gerade mit so jungen Leuten, die danach kommen. Ja. Was ist das Besondere für dich an Kommunalpolitik? Es hat schon eine direkte Wirkung, irgendwie, was da machst. Also das ist nicht abstrakt. Mhm. Und
Tatsächlich, in Gernsbach gab es immer ein bisschen dieses Thema, dass es so nach Parteigezänk irgendwie aussieht, aber tatsächlich ist ein Kindergarten nicht rot, schwarz oder grün oder blau. Ein Kindergarten ist ein Kindergarten, eine Schule ist eine Schule und eine Straße ist eine Straße. Und wir hätten es eigentlich jetzt immer geschafft, in der Absprache miteinander tatsächlich auch das Zeug wirklich nach vorne zu bringen. Ja. Mit denen, es gibt gab lange Zeit so eine Gruppe der Willigen einfach, die auch gesagt haben, nee, komm, wir rocken das Ding zusammen mit der Verwaltung. Und das hat schon geklappt. Und das muss man schon sagen, wenn du dann das Gefühl hast, auch, dass es was bewirkt, dass du da viel Zeit reinhängst und so, und es dreht sich dann aber auch wirklich was oder so, dann ist das schon als Gefühl eigentlich auch ein gutes, schönes Gefühl. Mhm. Ist das dann auch der Grund, warum man als junger Mensch sich politisch engagieren soll, gerade weil man in der Kommunalpolitik noch was erreichen kann, beziehungsweise weil man da die Ergebnisse auch eher haptisch vor sich hat? Ja, das auf jeden Fall. Also du kriegst ein direktes Outcome irgendwie davon. Aber es ist auch ziemlich cool, wenn du dich damit beschäftigst, dass du einfach mal spürst auch, dass es gar nicht so einfach ist. Weil es halt immer wahnsinnig viele Kompromisse braucht. Und zwar Kompromisse, die am Ende auch noch was taugen. Also nicht einfach nur der Kompromiss, wir machen es weiß, die andere sagen, wir machen es schwarz, jetzt machen wir es grau. Aber grau ist nicht mehr die Lösung. Also weißt du, also so und diese Erfahrung mal zu machen, wie viel Kommunikation es braucht, wie viel Fingerspitzengefühl oder so, das ist schon ziemlich gut. Und ich habe aus Gefühl einfach, dass alle, die da auch nahe gehen, einfach auch eine riesige Persönlichkeit, Chance haben auf Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Die Themen sind, fairerweise muss man es wirklich sagen, oft nicht so jugendaffin. Das ist halt anstrengend. Weißt du, Friedhofssatzung ist jetzt nicht sexy. Das muss man halt irgendwie noch kriegen. So. Ja. Und auch wenn du nachher sagst, gehört halt alles dazu. Wörtgarte, da gibt's dann, da war ja Gift im Wörtgarte drin, irgendwie, was dann raus musste oder so. Das sind dann Gutachte, 240 Seiten, Akadis-Gutachte. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ne? So, also, das muss aber gehört dazu. Das gehört dann dazu. Deswegen ist es manchmal echt so, ich bewundere dann auch die Junge, die wir haben. Wir haben jetzt viele junge Leute bei uns in der Fraktion auch. Ich bewundere das dann auch, dass die sagen, okay, ich kann mich da erbarmen für diesen Job. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer wieder die Highlights, wenn einfach mal was läuft. Also wir haben das Jugendhaus in Gernsbach neu aufgestellt, was auf jeden Fall gut war. Wir haben viel Ganztagsbetreuung gemacht, haben dieses Seniorenkiste jetzt, Bürgerbüro jetzt auch irgendwie nochmal neu aufgestellt. Das sind alles Projekte, die halt irgendwie einzahlen. Mhm. Und man hat schon das Gefühl, so, du lebst nochmal anders in der Stadt, wenn du selber mitmachst. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Wir haben wirklich in der halben Stunde einiges besprochen. Jetzt kommen wir zur abschließenden Frage. Was ist für dich Heimat? Heimat ist das, wo ich so mein Herz dran hänge. Das bedeutet, also es ist nicht unbedingt geografisch, sondern es gibt bestimmte Dinge, da hänge ich mein Herz dran. Ich liebe den Wald, ich brauche den Wald, ich habe meine Familie hier auch. Das ist für mich ein Teil Heimat. Aber auch meine schulische Heimat ist zum Beispiel der Verein für Gemeinschaftsschule, da engagiere ich mich stark. Das sind auch unglaublich kluge Menschen, mit denen es total Spaß macht. Ja. Das ist so eine Heimat irgendwie im Sozialen. So gibt es so viele irgendwie. Das sind halt Orte, wo ich das Gefühl habe, da bin ich irgendwie, da werde ich gebraucht. So, das wäre so meins. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg bei der Arbeit oder bei der täglichen Arbeit in der Schule als Rektor oder dass es weiterhin so erfolgreich nach vorne geht, gerade mit den neuen Strukturen oder mit neuen Projekten, die ihr da anpackt und die ja auch funktionieren. Natürlich weiterhin viel Spaß mit den musikalischen Projekten und natürlich auch auf kommunaler, politischer Ebene ein gutes Händchen, wie man dann so schön sagt. Jawohl. Ja. Danke, dass ich hier sein durfte. Klar. Also, das war Folge 1 aus Gernsbach. Schön, dass du da warst und ciao.